Was ist es diesmal? Wer macht denn hier eigentlich diese Kettenheilungen? Das ist schon besser. Sprecht, Dummkopf. Ich hau hier mal kurz ab. Niemand erteilt mir Befehle. Das ist schon besser. Und schnapp mir hier nochmal ein bisschen Verstärkung. Frostmourne hat Hunger. Ich hätte aufpassen sollen, wer da die Kettenheilungen durchspammt, den hätte ich ja weghauen müssen. Errichtet mehr Ziggurats. Endlich. Ist das echt der Typ hier? Kommt, haut den mal. Der Typ macht ja Chaos-Schaden. Was ist das diesmal? Frostmourne hat Hunger. Legen wir da mal unsere letzte Landmine hin. Jetzt Frostmourne! Jetzt Frostmourne! Oh, da kommen die Paladine wieder. Das ist schon besser. Stoppt sie, bevor sie den Pass erreichen. Unsere Brüder brauchen Hilfe. Frostmourne hat Hunger. Sehr schön, ein Ritter schon mal weg. Ich lasse Arthas mal den Heiltrank trinken. Das ist schon besser. Jetzt habe ich schon Angst gehabt, dass der... Ah, da zündet der ja wieder seine Angstblase. Eure Pein wird ohne gleichen sein. Hauen wir halt in der Zwischenzeit alles zusammen. Alle Macht der Geißel. Frostmourne hat Hunger. Beschleunigen wir das Ganze ein bisschen. Jetzt werdet ihr leiden. Tötet die Menschen! Lasst sie nicht entkommen! Ja, da haben wir solche schon ein paar Skelette, die jetzt durch den dunklen Pfeil auferstanden sind. Wer sich übrigens nicht mehr an Sylvanas erinnert, das war die eine Elfe, die wir damals bei Silvermoon dauernd dann den Hacken hatten. Für den Lichtkönig. Ja, es macht Spaß, mal wieder ein bisschen Untote zu spielen. Vor allem sind dieses Mal lange nicht so viele Missionen so nervig wie in der ersten Untoten-Kampagne. Weil in der ersten Untoten-Kampagne hatten wir in der ersten Mission eine... ja, Schleichmission und alle anderen, in allen anderen mussten wir ein Lager aufbauen. Keine einzige Dungeon-Mission, keine richtige. Die machen mir eigentlich am meisten Spaß. Dingston hat gezählt, das Dorf, oder? Muss ich jetzt direkt mal... Ja, wir haben zwei weg. Okay. Frostmourne hat Hunger. Ah, endlich. Jetzt, Frostmourne! Ein Foliant der Intelligenz, den nehmen wir auch mal mit für Nathas. Ist zwar eigentlich eher was für ein Keltos hat. Es ist übrigens diesmal auch so eine Situation. Wir haben diesmal einen Kraft, eine Intelligenz und einen Beweglichkeitshelden. Was ist das diesmal? Das ist, glaube ich, einer der wenigen Male, wo man wirklich alle drei auf einmal hat. Nicht so wie letztes Mal, als wir wirklich drei Intelligenzhelden am Schluss hatten. Ein Sasquatch-Orakel. Ah ja. Das ist schon besser. Jetzt werdet ihr leiden. Clown des Angriffs plus 3, die nehmen wir doch gerne mit. Jetzt Frostmourne. Also ganz ohne Items ist unser Arthas doch noch ein bisschen schwach, auch wenn er Level 10 ist. Was haben wir denn hier? Eigentlich nichts Großartiges. Unsere Brüder brauchen Hilfe!
Das ist schon besser. So, da ist das letzte Lager und das ist am besten bewacht. Ihr habt schon gesehen, hier kommen Kanontürme. Die haben hier nur schwere Rüstung. Was sind das für Stümper? Ja, die müssen jetzt weg, die Kanontürme. Was schießen da noch? Schießen da ein paar Mörser? Vorsicht. Sprecht, Dummkopf. Eure Pein wird ohnegleichen sein. Ah, endlich. Unsere Brüder brauchen Hilfe. Die Menschen dürfen nicht entkommen. Ah, Mann, oh Mann. Wie nervig das hier schon wieder ist. Frostmourne hat Hunger. Ich verballer lieber mal das Mana, bevor der Turm das für mich erledigt. Niemand erteilt mir Befehle. Errichtet unsere Brüder auf Hilfe. Weil Mana-Brand ist böse. Sylvanas hat schon wieder einen Level up. Vorsicht. Ah ja, ihre zweite Fähigkeit ist übrigens Lebenssauger. Das ist genauso wie Mana abziehen, nur mit Leben. Anstatt Mana. Sprecht, Dummkopf. So, damit können wir dieses Lager hier auch schön zusammenhauen. Vorsicht. Was ist das diesmal? Na, da kommt nochmal der Paladin. Vorsicht. Schauen wir mal, ob wir das diesmal auch so schön hinkriegen wie letztes Mal. Ja, ich brauche ein bisschen Mana. Okay, der ist weg. Ja, es hat die Ghouls da. Dann können wir ja hier schön weitermetzeln. Das ist schon besser. Du frisst dich hier mal satt an dem. Vorsicht. Und den beschleunigen wir mal den Tötungsprozess ein bisschen. Sprecht, Dummkopf. Niemand erteilt mir. Ja, geht ja recht flüssig schon mal. Ich kann hier nur leider keine Belagerungswaffen bauen. Brecht, Dummkopf. Niemand erteilt mir Befehle. Oh, das hat schon gezählt. Das, da kommen keine Flüchtlinge mehr. Hm. Damit hätten wir Arthas Seite schon mal fertig. Jetzt Frostmourne. Frostmourne hat Hunger. Oh, was ist da noch? Das haben wir auch noch weg. Ah, da unten kommen noch ein paar Nachzügler. Unsere Brüder brauchen Hilfe. So, als nächstes nehme ich mir Kel'Thuzad vor. Mit Arthas sind wir ja fertig. Vorerst mal. So, was haben wir denn hier noch? So ein paar Skelette. Die Menschen nähern sich dem Pass. Haltet sie auf. Die rastlosen Toten. Ja, was nehmen wir denn da mit? Die Toten sollen taub, das was. Da dürfen wir ruhig ein bisschen mehr mitnehmen. Die brauchen das. Die Toten sollen dienen. So, bei denen ist das alle aktiv. Okay. So ist es. Eine Schicksal. Ich kümmere mich hier erstmal um die hier. Die Ghouls, die ich hier dabei habe, sind mehr oder weniger das Kanonenfutter für meine Totenbeschwörer. Also, die Totenbeschwörer sollen wirklich auch mal die Ghule erwecken, wenn die fallen. Ah, oh, dann habe ich ein paar Fässer gesehen. Eine Voodoo-Puppe, das ist doch plus 1 Intelligenz, ja. Die Toten sollen dienen. Was ist des Schattens Begehren? Dann fallen wir hier mal mit den ganzen Skeletten ein und... Meine Gaben gehören euch.
Hauen wir doch mal eine Frostnova hier rein, falls so lustig ist. Da stehen sie alle auf die Skelette. Das klingt logisch. Im Namen des Lichtkönigs. Schon wieder so ein elender Kettenheiler. So, auch hier kommen ein paar Paladine, wie es aussieht. Diesmal müsste es allerdings, glaube ich, ein anderer sein, als der, wie bei den Arthas gekommen ist. Können wir Keltosatz Mana immer wieder schön oben halten. Dunkles Ritual. Können wir immer wieder ein Skelett opfern, um 180 Mana wiederherzustellen. Das Ganze kostet selbst nur 25 Mana. Hat nur einen gewissen Cooldown. Oh, da ist ja der Paladin. Gegen die Übermacht an Skeletten kommen die nicht an. Auch Totenbeschwörer machen jetzt übrigens Magieschaden, also genau wie alle anderen Unterstützungszauberer. Errichtet mehr die rastlosen Toten warten. Töten wir die Pferde auch noch. Ist etwas nicht in Ordnung? So, was haben wir hier noch? Eine Rune der Wiederherstellung. Oh, das ist sehr praktisch. Können unsere Totenbeschwörer wieder ein bisschen Mana sammeln. So, hier gab es nichts mehr. Was gibt's hier? Auch ein Sasquatch, da würde ich allerdings vorerst mal ein paar Ghule holen. Eine schicksalhafte Wahl. Ein paar Skelette nutzen wir ja auch noch. Aber ja, so viel dazu. Da haben wir auch wieder eine Frostnova rein. Ein Ring des Schutzes, den nehmen wir noch mit. Oh, ich glaube, der kommt durch. Ja. Haben wir schon 5 Entkommene. Eine schicksalhafte Wahl. Solange es nicht mehr werden. Gut, es werden leider mehr. Im Namen des Lichtkönigs. Meine Gaben gehören euch. So, welches Dorf nehmen wir uns denn als nächstes vor? Das klingt logisch. Errichtet Schicksalhafte Wahl. Schauen wir mal, was es hier noch alles gibt. Ach, da ist ja schon. Das klingt logisch. So ist es. Hoffentlich taugt das was. Ihr habt gerufen. Ja, da ist ein Totenbeschwörer tot. Solange noch 3 da sind. Die haben schwere Rüstung, die Wachtürme. Unglaublich. Das heißt, die Totenbeschwörer sind sehr effektiv dagegen. Haben ja alle Gebäude schwere Rüstung? Die Totenlieder werden Lordaeron nie im Stich lassen, Arthas. Und wir geben niemals auf. Aufgeben müsste aber bald. Unsere Brüder brauchen Hilfe. Sorgen wir uns mal wieder ein bisschen Mana hier. Dann können wir auch wieder ein paar komische Skelette hier noch opfern. Ach. Unsere Brüder brauchen Hilfe. Ihr habt gerufen.